Jawohl, Leute, und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Let's Play Smite mit euren Hiroki. Heute spielen wir Song Kui, dem guten Deckerchen. Aphrodite und Cupid, ja, komm mal long rein, das ist ein schönes Team. Haben wir zwar keinen Support, aber wen gibt das? Wir sind ein dicker, fetter, fett Mann. Das passt schon. Wenn die Gang Cupid und Aphro spielen wollen, dann sollen die das tun. Und zwar, ich bin unter bis dahin gepisst, denn ich habe vorhin ein bisschen Minecraft aufgenommen und die Folge wird es niemals geben, denn anscheinend habe ich aufhören nicht gestartet. Und das ist mir zweimal passiert und es war einfach teilbehindert. Ja gut. Cupid, aber dir enttäuscht mich nicht. Wir spielen gegen deutsche Spasten. Wenn wir gewinnen, schreibe ich direkt in den Chat, aber so davon. Wir brauchen ein Aegis. Aegis-Amulett. Wie ist jetzt Aegis? Jawohl, dann machen wir tak, tak, tak. Tak, kein Starter-Item und los geht's. Have fun! Und dann schauen wir kurz auf die Uhr, denn wir haben 6:01, also quasi 6 Uhr in der Früh. Das heißt, ich muss eine Stunde arbeiten gehen. Okay, eine Stunde muss ich fertig sein. Das heißt, ich kann aufnehmen, schnell rendern und während das mich fertig machen und hoffentlich hochladen, während ich auf Arbeit bin. Wenn alles gut läuft. In der Folge soll 16 haben. Also wie gesagt, sorry, dass die ganzen Tage nichts kam. Alter, was ist mit dem Cupid los? Komm, mach mal. Die sind nicht premiert, oder was? Ah, die haben leider einen Support, das ist ein bisschen anders. Wir haben einen Tank. Cupid, verpiss dich doch von vorne. Was machst du da eigentlich? Warum haben wir jetzt zack? Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Mates hier verrecken, weil die scheinen jetzt, ja, Cupid ist zumindest, scheint gar nichts zu können. Ist klar, die bleiben hier einfach stehen, lassen sich poken oder was? Hallo! Aphro, ja, guck doch die Kanone. Wenn du die Kanone anguckst, macht sie weniger Schaden. Komm schon, alter Cupid, du. Boah, dieses Cupid-Ding regt mich jetzt schon wieder auf. Tunnelblick wie eine Kartoffel, Alter. Was ist das? Das geht jetzt schon wieder auf die Nerven. Mal sowas spiele ich zum Kui, ey. Wie soll ich denn da leveln? Sagt mir das. Es werden 1 gegen 3. Egal, so genug Harassment mit betrieben. Sicher.
Ja, hier lies mal Zeitung oder so. Da. Uiuiui, das kann ein schweres Match werden. Dabei ist Son Goku voll OP, Leute. Unterschätzt die nicht. Son Goku ist wirklich stark. Wir haben echt Red Buff? Okay. Jetzt haben wir schon top alles, so finde ich das gut. Leute, was macht ihr da hinten? Nicht mehr die Wave clear. Nicht mehr Kanone kriegt ihr Daumen, was ist das? Was sind wir denn hier? Ja komm, machen wir mal Mana Buff. Okay, sieht schon mal wunderschön aus. Was glaubt ihr, sind die Premade die beiden? Na egal was die sind, so ganz bei Sinn sind sie auf jeden Fall nicht. Oh. Ich weiß, dass er Lowlife war, aber meine zwei hat ihn niemals getötet und. Ja, was dann passiert wäre. Boah, okay, alle Leute, lasst euch nicht so die ganze Zeit pauken. Was haben wir so top möglich? Weil in allen Ohren hört man ja nur, Son Goku ist schlecht und sowas. Dabei ist er nicht mehr schlecht, die gibt ihm einfach keine Chance. Wenn man jemandem keine Chance gibt, dann wird man auch nicht gut. Wir sehen ja bei T, Son Goku ist zu gebrochen und alles andere ist useless. Er rasiert richtig durch. Immerhin haben wir ihn gefressen, dass sie wenigstens Kills machen. Afro! Kannst du dich nicht umdrehen? Warum guckst du die Gegner an, wenn sie dich angreifen? Du hast keine Chance. Jetzt küsst du die Minions. Alter, habt ihr das gesehen? Wo bin ich denn? Bin ich hier auf dem Elo von meiner Mutter oder was? Was verspiele ich denn hier gerade? Ey Mama, ich bin bei dir auf der Elo angekommen. Ja, nimm ruhig den Red Buff. Lasst euch nicht klauen. Mach mal den Dauer. Bin tot.
Egal, blaue Buh. Vielleicht hätten wir eh mal den Profi hier. Er trifft immerhin seine Basics. Jetzt kommt der Greed. Wenn er eins geht in die Luft. Jetzt kommt der Vulcan. Ja, guck deinen Gegner an, weißt du, dann trifft er dich auch nicht. So, Aphrodite, du bist ja genauso so, ne? Ich weiß ich ja. Nur zeigt ein Bot mehr Kraft, Leute. Power und Kraft. Wissen die carry die beiden. Nur die haben Dings gemacht. Easy! Zum korrekt, Leute! Jetzt lief doch wunderbar mit 8-3. Okay, das war eine Stellrunde zum Kui. Cooler Mage. Nur zu empfehlen, ihr wisst ja, zum Kui ist nicht in der Meta. Zum Kui ist schlecht. Das sieht man hier, ihr habt den Damage gesehen. Wir gucken einfach die Zahlen an, ja? Und ich denke mal, Hitler kaputt. Kann ich mir eine Kiste kaufen? Nee. Gut, Damage haben wir gemacht. Immerhin. Na komm, komm, Deutsch. Du bist Deutscher, du bist toxic. Gib mir. Komm. Die meisten Deutschen beleidigen jetzt alle rum und so. Level 41. Ach Gott. Ciao, Leute.